Hallo, ich bin der Kevin, Kneipenbesitzer aus Berlin. In dem Business hast du heutzutage fast keine Chance mehr, wenn du nicht sehr deutlich sprichst. Ja? Die Leute müssen wissen, dass du weißt, was sie denken, wenn sie was machen. Und du musst einfach eine freie Schnauze haben. Ne? Du musst rauskommen mit dem Scheiß. Du musst einfach sagen, wie es ist, verstehst du? Hey, wenn ich hier auf die Straße gehe und einen sehe, der mir nicht gefällt, sage ich, komm mal her. Hey, hey, komm mal her. Und dann kommt er her und sage ich, du. Ich sag einfach, wie es ist, du bist hässlich, aber ziemlich brutal. Als wenn ein Stück Scheiße auf die Toilette gegangen wäre und dich dabei erzeugt hat. Mann, 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 wie kann man das so aussehen? Hey, hey, beruhig dich. Gut. Geh weiter jetzt. Nee, komm doch mal her. Jetzt im Ernst. Ich mein's nicht böse. Du bist sicherlich innen drin ein chlorer Kerl. Innen drin bist du bestimmt ein chlorer Kerl. In dir drin. Aber außen, du siehst aus, als hättest du den Chlor gebadet. Kannst du das nachvollziehen? Also, geh. Okay, passt schon. Hat sich erledigt, okay? Solche Leute, da bekomme ich wirklich das Kotzen, wenn die direkt so aggressiv werden, weißt du? Also ich habe schon lange keinen Ausbruch mehr gehabt, weil ich bin Veganer. Und da, also selbst das Kaugummi ist, hat nicht gelebt, niemals. Also Leben auslöschen, nur um zu essen, ist so wie Autofahren, nur um irgendwo hinzukommen. Viele meiner Besucher sagen, ich wäre ein Philosoph der heutigen Zeit. Und da sage ich immer, hey, Günni, der trinkt nichts mehr, der geht jetzt raus, gell? Der geht heim. Ruf ein Taxi. Haben Sie ein Auto? Hä? Haben Sie ein Auto dabei? Ha! Ob du ein Auto dabei hast? Aha. Das Auto gehört jetzt uns. Ruf ein Taxi. Heutzutage, da musst du anbieten, was du kannst als Nachtclubbesitzer. Ja, Flatrates saufen, Alkopops, Alkohol, Tänzerinnen an der Stange, hinter Stangen im Käfig. Du kommst nicht mehr raus. Du kommst einfach nicht mehr raus. Und dann kommen sie mit ihren Zetteln, mit ihren kleinen, ich bin zwar erst 16, aber meine Mama hat unterschrieben, ich darf, Natürlich will ich Geld verdienen, hey. Oder? Günni, hey, wir wollen doch Geld verdienen, ha? Zu welchem Preis, ja? Und gerade wenn der Preis gut ist, erst dann kauft da jemand was ein, ne? Das ist ja immer eine Sache der Nachfrage auch. Nee, ich komme einfach nicht mehr mit den Trends. Dem Getanze und sowas, was sie da in der Bar machen. Irgendwie mit den Armen und dann denkt man sich, da hat jemand einen Anfall, schnell, Krankenwagen, Es bleibt ja an mir hängen, wenn jemand bei mir hängen bleibt, auf der Tanzfläche. Hey!